Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 12. Juli 2024 und lese gerade, dass Herr Marco Wanderwitz wohl genug Abgeordnete zusammen hat im Bundestag und möchte im Oktober, Anfang, Mitte Oktober, also nach der Sommerpause, hier einen Antrag stellen, dass im Bundestag abgestimmt werden soll, ob die AfD komplett verboten werden soll. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was jetzt hier mittlerweile abgeht. Und da sagt er, dieses Verbot würde der Demokratie eine Atempause verschaffen. Keine Ahnung, was er damit meint, weil für mich ist die AfD seit 2017 frei gewählt, ohne Druck, ohne Hass, ohne was weiß ich was, in den Bundestag gewählt worden. Da stehen ja deutsche Bürger hinter der Partei, die werden ja nicht umsonst so gewählt und sind im Osten so stark. Ich kann hier nur vermuten, aber wir gehen gleich in die Artikel rein, dass die Altparteien, weil der Herr Marco Wanderwitz gehört ja auch dem Bundestag an und zur Partei der CDU und war ja früher, glaube ich, ehemaliger Ostbeauftragter. Und ja, er möchte jetzt hier der CDU irgendwie mit der Sarah Wagenknecht, BSW, hier vielleicht den Rücken stärken und die AfD noch weiter schwächen, wenn der Schuss mal nicht nach hinten losgeht. Weil, liebe Bürger, ihr müsst bedenken, durch die Altparteien wird sich nichts verändern. Wir haben, wie ich schon in mehreren Videos sage, nur noch eine linke Seite mit allen Altparteien und Werteunion und BSW gehört auch noch dazu, in Teilen, ja, und die AfD rechts. Nur die rechts alleine schaffen das ja gar nicht, noch nicht. Wir müssen vielleicht wirklich noch 4, 5 Jahre abwarten, wie sich hier Deutschland massiv verändern wird. Wir werden weiter absteigen, wir werden keinen Strom mehr haben, keine Atomkraft, keinen eigenen Strom, Wind und Sonne. Heute scheint keine Sonne, heute geht der Wind. Die deutsche Wirtschaft bricht zusammen, immer mehr Arbeitslose, immer mehr Firmen gehen insolvent, verlassen Deutschland, gehen eher in die Türkei, weil es doch billiger ist, raus aus der EU quasi, weil Türkei ist nicht in der EU drin. Das sind hier die ersten Anzeichen. Und wir holen uns immer mehr Flüchtlinge mit Schlauchbooten hier rein. Die EU, da verdient ein Abgeordneter hier über 60.000 Euro, habe ich hier bei Aktien im Kopf gehört. Ich bin ja aus dem Stuhl gefallen, wie da dieser Abgeordnete von Zypern, glaube ich, hier berichtet hat, was er da alles bekommt. Pro Tag 350 Euro, dann bekommen die, glaube ich, 8.000 Euro im Monat Entschädigung und dann noch hier Flugreisen, Bahnreisen bezahlt. Aber das ist es hier ein ganz anderes Thema, auch nochmal ein Video wert. Ihr seht, alles greift hier zusammen, alles ist nicht mehr unbezahlbar. Deutschland ist hier einer der größten Nettoeinzahler in die EU für die Ukraine. Da frage ich mich echt, da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir hier so eine große Altersarmut haben und Kinderarmut, und die wird immer mehr werden. Wir holen uns die Armen auch nur ins Land. Schaut euch mal, geht mal durch Hagen, fahrt mal durch Duisburg-Marxloh, durch Rheinhausen, durch Altenessen, durch Dortmund, manche Stadtteile, Gelsenkirchen, Hagen, Saarbrücken, Frankfurt Innenstadt, Hamburg, manche Stadtteile, Berlin, Köln. So wird dann bald ganz Deutschland aussehen. Und unsere Megareichen, die ja kaum Steuern, die Steuervermeidungsprogramme haben, können sich dann hier auf ihren Luxusjachten in ihren 10 Ferienwohnungen, können die schnell in die Karibik, fliegen die mal kurz hin und zahlen dann hier keine Vermögen, keine Erbschaftssteuer. Aber das muss ich ja der AfD ja auch da anrechnen. Da habe ich hier auch eine Nachricht bekommen oder eine Antwort auf ein Video. Ja, warum Vermögen und Erbschaftssteuer? Weil das fördert ja die Wagenknecht-Partei ja auch. Und die AfD sagt das leider nicht, weil, wie soll ich mal sagen, also jetzt nicht die Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen, ne, aber viele Unternehmer, die Kinder haben, ne, die haben dann eine Stiftung und Stiftungen sind steuerfrei, sage ich jetzt mal ganz einfach, ich bin jetzt hier kein Steuerexperte, aber die mega, mega Reichen haben ja ganz andere Möglichkeiten und Optionen, mehrere Firmen zu gründen, mehrere Grundstücke in der ganzen EU. Wir haben ja hier in der Schweiz, in Zug, da zahlt man gar keine Steuern. Die wissen das ganz genau, wie man hier Steuern vermeidet.
Und ich finde, die leben ja auch hier in Deutschland, das sollte eigentlich alles eine Solidargemeinschaft sein, weil zurzeit wird ja das Vermögen von unten nach oben verteilt, weil alle Reichen vermieten Eigentumswohnungen. Die Mieter, die Vermieter kennt man ja teilweise gar nicht mehr. Und vielleicht sind ja die Mieten bei Bewohner, neuer Heimat oder wo ich jetzt hier wohne, vielleicht sind die Mieten ja um 150 Euro pro Monat vielleicht zu teuer. Und dann rechnet das mal pro Wohnung und pro Hochhaus oder Häuser hoch. Und das ist ja ein passives Einkommen für die Leute. Wir zahlen denen den Kredit ab. Ne? Damit beginnt das schon. Oder wenn irgendwas vermietet wird, die Stromkonzerne machen hier riesengroße Gewinne, die Gaskonzerne. Ich könnte es hier weiter ausführen, aber das wird Video wieder sprengen. Und ich will ja bei Marco Wanderwitz, weil ich denke mal, die AfD bringt diese Punkte auf den Tisch. Es wäre ein rundes Paket nochmal, wenn die AfD sagen würde, hier, wir führen auch eine Vermögen- und Erbschaftssteuer ein, um die unteren, um eine Mindestrente von 1500 Euro zu sichern und eine Kindersicherung einführen, dass die, man muss natürlich gucken, wer das bekommt. Man muss ganz klar überprüfen, wer bekommt hier in Deutschland Bürgergeld und Asylgeld? Sind die illegal hier? Sind die kriminell? Grenzen zu? Damit, das muss erstmal gestoppt werden. Und das werden die Altparteien mit Sicherheit nicht machen. Okay, bleibt dran bis zum Ende. Schreibt eure Kommentare darunter und teilt das Video. Und ich sag mal, los geht's. So, meine lieben Zuschauer, ich bin jetzt hier bei verschiedene gemacht. Hab hier verschiedene Zeitungsartikel. Ne? Hier ist der Marco Wanderwitz, ne? Politik, und habe da drauf schon 1556 Kommentare. Wenn ich es nicht könnte, ja, aufrufen, die Seite Weltpolitik Deutschland ist schon was älter. Marco Wanderwitz hat ausreichend Stimmen für ersten Schritt zur AfD-Verbotsantrag. Also das läuft noch parallel, wo ja gar nicht drüber berichtet wird. Ne? Das ist jetzt hier der Marco Wanderwitz, ein ehemaliger Ostbeauftragter, wie ich das schon erwähnt habe. Ich lese mal kurz an und scroll da drunter, dann könnt ihr ja bei Interesse das durchlesen. Ne? Ja, um im Bundestag einen Antrag auf ein Verbot der AfD auf Tagesordnung zu setzen, braucht es 5% der Abgeordneten. So viele Zusagen habe er, sagte der CDU-Bundesabgeordnete Marco Wanderwitz. Er wartet nun aber die Veröffentlichung eines Gerichtsdokuments ab. Ja, weil ja beim Oberverwaltungsgericht Münster ist ja, glaube ich, da auch Verbot, die haben die ganzen Einsprüche der AfD nicht anerkannt und man darf die wohl jetzt als als Verdachtsfall hier wohl einstufen. Da hat die AfD dagegen Anwälte auch gehabt und 3000 Belege, die aber nicht anerkannt wurden. Alle schon ganz merkwürdig, aber wie gesagt, ich lese mal kurz hier diesen Block hier. Der CDU-Bundestagsbeauftragte Marco Wanderwitz will im Parlament einen AfD-Verbotsantrag einbringen und hat dafür nach eigenen Angaben genügend Unterstützer gefunden. Um einen solchen Antrag auf die Tagesordnung zu setzen, braucht es 5%, also 37, ne, 37 Abgeordnete. Wäre es mal schön, wer ist das alles? Zitat, die haben wir zusammen, Zitat Ende, sagte der frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung der Zeitung DAZ. Für einen Beschluss bräuchte es eine einfache Mehrheit. Verboten werden kann eine Partei aber nur vom Bundesverfassungsgericht. Beantragen können dies der Bundestag, die Bundesregierung oder der Bundesrat. Ich scroll mal hier runter, weil ich habe noch andere Artikel, aber ist ja schon, ne, Welt sollte ja schon hier zu einer linken Seite gehörten, sage ich mal. Ne? Also es ist keine rechte Partei oder rechte Zeitung. Muss man ja beide immer lesen. Ne? Wie ich halt ja auch immer sage zu euch, lest immer beide Sachen und geht mit offenen Augen durch eure Welt. Schaut, sprecht mit euren Freunden, mit euren Familien, wie da die Meinungen sind in der Firma, im Verein. Mache ich ja auch immer. Gibt natürlich Riesendiskussionen immer, weil, ja, wie soll ich das sagen? Das ist wie so ein Gesellschaft ist gespalten, ne? Das ist ganz krass mit allen Themen, die wir hier haben, angefangen mit der C-Pandemie, unfassbar mit dem Atomausstieg und dann hier mit Nord Stream 2, wird auch nicht aufgeklärt, jetzt hier mit den Waffenlieferungen, jetzt hier mit dem AfD-Verbot, alles hier, für mich ist die AfD eine legal
frei gewählte Oppositionspartei und eigentlich die einzige Oppositionspartei, weil die AfD ja nirgendwo regiert, außer welche als Stadtrat oder Bürgermeister, aber das versucht man ja auch schon zu verhindern, ist noch nicht die Zeit. Also auf jeden Fall dranbleiben und weiter Anträge stellen und weiter unbeliebte Themen auf die Tagesordnung bringen. Aber halt immer sachlich bleiben oder haben sie schon sehr gut dazugelernt. Die ersten 4 Jahre waren ein bisschen chaotisch, ein bisschen steil. Aber jetzt, wenn die AfD so weitermacht, die wird schon klappen. Hier, wie es in Essen der Parteitag. Hat sehr gut geklappt, fand ich. Keine Ausschreitungen, ich habe nichts Negatives gehört und jede Partei hat ja ein Recht, einmal im Jahr einen Parteitag abzuhalten. Stell euch mal vor, man würde beim SPD-Parteitag oder beim CDU-Parteitag hier so demonstrieren, der soll verboten werden, Polizei muss schimpfen und dass man die Abgeordneten da beim Zugang zu der Halle oder Saal hier verhindern würde, ne? Herr Wandawitz sagt, Zitat, wenn die Urteilsgründe vorliegen, werden wir uns das genau anschauen und dann unser Verbotsantrag aktualisieren und gut begründet einbringen. Zitat Ende. Ne? Hier ist der Artikel schon zu Ende. Ich gehe mal eine andere Zeitung. So, hier ist auch nochmal ein alter Artikel vom 17.06.2024. Was heißt alt? Ein Monat alt. Also eigentlich, aber das läuft parallel. Ne? Da muss man, ne? AfD-Verbot, CDU-Politiker Wandawitz und Grüne. Und Grüne fordern Taskforce. Ne? Der ehemalige Ostbeauftragte Wandawitz drängt auf einen schnellen AfD-Verbotsantrag. 37 Abgeordnete hätte sich, ist bestimmt auch hier die, wie heißt sie, Hesselmann und von den Grünen, vielleicht die halbe Mitglieder der Grünen bestimmt dabei, ne? Abgeschnitten. Berlin Verfassungsschutz, der Verfassungsschutz darf die AfD als rechtsextremistisch Verdachtsfall einstufen. Auch schon ein Knaller und haben die Gegenargumente nicht berücksichtigt. Naja, das hatte der Oberverwaltungsgericht OVG in Münster im Mai entschieden. Die CDU-Abgeordnete Wandawitz und grüne Politiker wollen jetzt ein AfD-Verbot voranbringen, unter anderem mit Hilfe einer Taskforce. Scroll mal hier runter, ne? Ob ich hier noch was sehe. Genau, die Europawahl kommt ja noch hier, aber das gilt hier zu verhindern. Die Ergebnisse der AfD bei der Europawahl sowie bei der Kommunalwahl in Thüringen etwa seien, Zitat, beängstigend und bedrückend. Und man kann ja die AfD nicht mehr sachlich stellen oder will man nicht mehr. Dann kann man das halt nur noch über Verbot machen, weil auch so ein Herr Wandawitz oder die CDU ist ja für die ganzen Miseren mit der Einwanderungspolitik, mit dem Atomausstieg, sind doch CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke doch verantwortlich. Die AfD hat doch hier überhaupt keine Verantwortung. Die regiert doch noch gar nicht. Wenn man 4 Jahre hat die AfD als Beispiel jetzt hier in Thüringen oder in Baden-Württemberg regiert und es war eine Katastrophe, dann wäre das ja eine ganz andere Ansicht wieder. Ne? Aber so weit darf es ja nicht kommen, weil ja die AfD hier eine direkte Demokratie haben möchte und die GEZ-Gebühren abschaffen möchte, die möchte die C-Pandemie aufgeklärt haben, die möchte wissen, wer Nord Stream 2 gesprengt hat. Und die möchte keine Waffenlieferung mit Russland, sofort Waffenstillstand und eine Friedensverhandlung mit Russland eingehen und wieder billiges Gas aus Russland. Und genau diese Punkte möchten die Amerikaner nicht, möchte die EU nicht, möchte Deutschland nicht, unsere Regierung. Und deswegen muss die AfD verschwinden. Meine Meinung. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Aber immer radikaler, meinte Herr Wandawitz, früherer Ostbeauftragter. Ja. Ach, das grüne Task. Ich scroll mal hier runter. Ich habe noch ein paar. Das Spitzenpersonal der AfD, ein Kommen und ein Gehen. Stimmt dort? Keine Ahnung. Rheinmetall. Ja, das ist auch so ein Thema. Alles soll Russland schuld sein. Wäre auch mal ein Video unfassbar. Wer glaubt denn das? Nicht, dass alles wieder inszeniert worden ist. Genau wie mit dieser Rakete auf dem Krankenhaus. Man tut ja so, als wenn Amerika oder Israel keine Krankenhäuser beschießt. Klar, ist halt schlimm, aber wir sind ja da im Krieg. Darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn das überhaupt eine russische Rakete war, genau wie damals mit Polen, wo ja eine Rakete in Polen abgestürzt ist und da kam nachher schnell das Dementi, nein, hier ist eine Rakete fehlgeleitet worden. Da hat doch Strack-Zimmermann schon den Bündnisfall ausgerufen. Und einige von euch werden sich da bestimmt dran erinnern. Ne? Neue Großoffen, ja,
Verluste, Ukraine, ich weiß gar nicht, wie viele Tote das sind. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob da irgendwie ihr was da habt. Ja. Die Hürden für ein solches sei sehr hoch, sagte CDU-Generalsekretär Martin Huber. Dies hätte Verbotsverfahren in der vergangenen Zeit. Entscheidend ist, dass politisch die AfD der Nährboden entzogen wird, dass insgesamt die Spaltung der Gesellschaft überwunden wird. Ja, da muss man erstmal eine andere Politik machen. Da solltet ihr vielleicht mal die Themen der AfD vielleicht mal übernehmen, aber da kriegt die CDU ja auch nicht hin, weil die AfD kommt ja aus der CDU, ne? Deutschland, weil wird die derzeit verstärkt über den Umgang mit AfD diskutiert. Anfang des Jahres kam es nach Rechtsherrschung des Netzwerk Korrektiv, was ja total falsch war. War kein Geheimtreffen und da waren ja auch CDU-Leute, da waren Unternehmer dabei. Das musste alles dementiert werden. Das muss man hier ganz klar hier so sehen. Und gehen wir hier raus, das ist ein älterer Artikel, aber ich habe hier noch was Neueres für euch. Wartet. So, hier bin ich bei, wie heißt die Zeitschrift? Telepolice, ne? Das ist ja das gleiche Thema hier, ne? CDU-Politiker Wanderwitz, AfD-Verbot würde Demokratie eine Atempause verschaffen. Eine Atempause von was? Das ist alles unfassbar. 6. Juli, also sehr zeitnah. Marco Wanderwitz fordert AfD-Verbot. Die Partei sei große Bedrohung für die Demokratie. Sehe ich ganz anders. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen ja auch total auseinander. Weil, klar, die AfD ist sehr unangenehm, spricht unangenehme Themen an, was die Altparteien ja gerne unterm Teppich halten wollen. Das muss man auch so sehen. Und die nimmt natürlich auch Gelder, die nehmen Sitzplätze weg, die nehmen hier, die wollen ja auch hier einen Bundestagsvizepräsidenten haben. Das wird ja auch mit allen Mitteln verhindert. Aber das wird nicht gelingen, weil da stehen zu viele Wähler hinter der AfD. Was steckt hinter diesem drastischen Schritt? Die AfD sei in weiten Teilen durchradikalisiert. Eine Deradikalisierung sei nicht in Sicht, erklärte der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz im Interview mit der Tagesschau.de. Die Partei sei eine, Zitat, große Bedrohung der Demokratie geworden. Zitat Ende. Ja, ne? Daher sei ein Verbotsverfahren, Zitat, zwingend notwendig, Zitat Ende. Wanderwitz will im September oder Oktober einen entsprechenden Antrag im Bundestag einbringen, um die Wahl in Thüringen zu verhindern. Ne? Das steckt dahinter. Dafür habe er die nötigen 37 Abgeordneten zusammen. Man habe noch auf die schriftliche Urteilsbegründung des Oberverwaltungsgerichts Münster abgewartet, die seit Dienstag vorliege. Das vom Bundesverfassungsschutz in dem Verfahren gelieferte Material soll noch in den Antrag eingearbeitet werden. Ne? Alles, schreibt mal in die Kommentare. Klar, jetzt habe ich natürlich auch andere Gegner der AfD, die schreiben natürlich, klar, toll, die AfD muss weg. Lese ich ja auch, können wir ja selber, ich lasse halt alles, ich lösche keine einzige Nachricht mehr. Manche beantworte ich nicht oder manche sollen dann mindestens sachlich bleiben. Und dann habe ich natürlich auch viele hier von euch, die das hier gut finden, meine Videos, die sagen hier, AfD braucht Unterstützung, dass hier sich was in Deutschland verändert. Ja, mit allem bin ich auch nicht einverstanden, wie ich schon gesagt habe, hier mit Vermögensteuer und Erbschaftssteuer, die müsste eigentlich auch hier in Deutschland wieder eingeführt werden, auf 10 Jahre gestreckt. CO2-Steuer wollen sie abschaffen, GEZ abschaffen, Renten müssen hoch, aber da muss ja einer finanzieren. Und finanzieren müssen das eigentlich die Wohlhabenden und die werden Deutschland auch nicht verlassen. Warum sollen die das machen? Ne? Die haben so viel Geld, es ist alles unfassbar, wir wissen ja gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. Ja, die werdet ihr nie erreichen, weil ich hier gerade lese. Mit einem erfolgreichen Verbotsverfahren würde die gesamte Organisationsstruktur der AfD verschwinden, mit Sicherheit nicht. Die gibt eine neue Partei, sagte Wanderwitz. Dies wäre, Zitat, die große Atempause für eine Demokratie, die wir brauchen, Zitat Ende. Danach könne man wieder einen Teil der AfD-Wähler erreichen. In welchem Jahrhundert lebt er? Das wird genau das Gegenteil passieren. Die werden dann noch, ne? Also, ne? Die nicht der Wolle rechtsextrem gefärbt sein. Also, naja, ich scroll mal hier runter, könnt ihr ja nochmal durchlesen, hier kommt nochmal Nancy Faeser, Marco Buschmann, sagen dazu nicht viel. Laut Nachwahlbefragung zur Europawahl sei es 82% der AfD-Wähler völlig egal, dass die Partei rechtsextrem sei, sagte Wanderwitz.
woher weiß er das? Bei Wahlen haben auch das Zusammenlegen aller Demokratie, aller Demokratinnen und Demokraten nicht mehr geholfen. Das letzte Mittel, das uns noch bleibt, ist ein Verbotsverfahren. Und genau darum geht's, ne? Das letzte Mittel, was sie haben. Unfassbar, unfassbar. Meine Meinung. So, zum Schluss stelle ich euch nochmal hier Marco Wanderwitz kurz vor. Hier bei Wikipedia, Marco Wanderwitz, am 10. Oktober 1975 in Karl-Marx-Stadt geboren, ist ein deutscher Politiker, CDU. Er ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages und war von 2020 bis 2021 parlamentarischer Staatssekretär beim Bundeswirtschaftsminister für Wirtschaft und Energie sowie Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Und davor von 2018 bis 2020 parlamentarischer Staatssekretär Haum und Heim. Ja, der hat doch seine Leute, was das Problem hat er, ne? Aber gut, warum nur Herr Wanderwitz alleine? Warum muss das nur einer machen oder stehen da noch mehrere Leute dahinter? Keine Ahnung, bestimmt die ganzen Grünen, die ja auch mit der AfD große Probleme haben, ne? Nach dem Abitur, Professor Dr. Max Schneider in Liechtenstein, Sachsen, und Wehrdienst ab, absolvierte ein Studium Rechtswissenschaft der Technischen Universität und dann in Potsdam. Ja, also der hat studiert, also ist, glaube ich, wohl kein Dummer. Ne? Nach dem Referendar legte er 2002 auch das zweite, also hat zwei Staatsexamen. Ne? Also schon mal ein, ja, ne? Der hat mal wenigstens was zu Ende gebracht und ja, ne? Junge Union, gucken, 1990 trat er in die Partei ein. Ja, ist Junge Union. Und dann hat er vielleicht nur hier, hat er dann mal gearbeitet. Also nochmal, man muss auch studieren und dann auch mal arbeiten und nicht direkt während des Studiums in der Partei und dann in der Partei dann hier, ja, Michael Kretschmann sehe ich hier, also ich denke mal, der hat wohl nicht hier gearbeitet. Ne? Seit 2004 Studium beendet, ne? Also hat nicht als Anwalt gearbeitet. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, euch das richtig sehe, also dann nur noch als Abgeordneter seit 2000, ne, seit 2002 hat er, ne, war im Bundestag und macht nebenbei noch sein zweites Staatsexamen. So viel dazu, ne? Seht ihr? 2002 Mitglied des Bundestages und legte er seit 2002 auch das zweite Staatsexamen ab und ist seit Mai als Rechtsanwalt in Leipzig tätig. Naja. Im Bundestag tätig oder läuft das parallel oder hat er eine Kanzlei, weiß ich nicht, wie er im Einzelnen aussitzt. Ne? Marco Wanderwitz ist Vater von vier Kindern, wobei seine Partnerin Yvonne Marcos Mutter geborenes viertes Kind ist. Er ist evangelisch-lutherischer Konfession. Ja, das mal kurz hier zu Marco Wanderwitz, Mai-Stiftung. Ne, viele Leute, die sich das ein bisschen hier einlesen wollen, können das gerne machen. Ich wollte euch ja nur noch mal kurz vorstellen, wer Marco Wanderwitz ist. Und ja, das soll es hier erstmal gewesen sein. Ich mache noch ein Schlusswort. Ja, meine lieben Zuschauer, jetzt geht natürlich die Meinung wieder auseinander. 50-50 oder 60-40 ist die AfD, muss die AfD verboten werden? Vielleicht mache ich auch mal eine Umfrage. Ist die AfD gefährlich für die deutsche Demokratie, für die europäische Demokratie? Alles wird ja mittlerweile auch in Europa rechts. Die Rechten werden immer stärker, aber nicht stark genug, dass sie regieren können. Das ist natürlich eine Tatsache. Ja, sind zwar stärker geworden, aber bleiben in der Opposition, weil sich die linken Parteien alle zusammenschließen. Und das ist das Problem. Vielleicht brauchen die Rechten noch ein bisschen Zeit, 3-4 Jahre, bis alles hier in Schutt und Asche liegt, bis die Einwanderung nicht mehr zu bewältigen ist, wenn alle hier draußen die innere Sicherheit weg ist. Jeder muss Angst haben, dass er überfallen wird, vom Kopf getreten wird. Kinder, Schüler werden alle misshandelt, missbraucht, erpresst. Das wird immer mehr werden, je mehr hier unkontrolliert einwandern, sowohl in Deutschland, sowohl auch in die EU. Alles kommt nach Österreich, alles kommt in die Schweiz, alles kommt nach Deutschland, weil hier das meiste Geld abzugreifen ist und jeder bekommt Bürgergeld und Asylgeld, was in Summe im Jahr dem Haushalt fast 60 Milliarden Euro ausmachen. Tendenz stark steigend, ne? Und das kann man dann nicht kürzen. Aber wie gesagt, wir stehen ja kurz vor dem Dritten Weltkrieg mit Russland, alle Waffenlieferungen und. Da ist Geld genug da. Sondervermögen sind neue Schulden. Gut, aber wird das Video jetzt hier weiterbringen. Ne? Bleiben wir bei Marco Wanderwitz.
Wir können nur hoffen, dass er nicht durchkommt, dass das sehr schweres Verfahren ist. Eigentlich müsste ja Friedrich Merz den zurückpfeifen. Der ist ja da in der Fraktion von Friedrich Merz, aber der steckt da wohl hinter, findet da wohl auch gut. Aber Friedrich Merz möchte nicht seinen Kopf opfern, lässt lieber Marco Wanderwitz hier das machen als tragende Figur oder als Treiber. Der war ja schon immer da im Gespräch. Wie gesagt, wir werden sehen. Aber der muss nicht meinen, dass nachher die AfD-Wähler nachher alle wieder die CDU wählen. Dann haben wir eher Nichtwähler oder es bilden sich wieder neue Parteien. Aber das ist die Frage, ist die Macht dann wieder so groß? Wie gesagt, ne? Wagenknecht-Partei ist gegründet worden, um die AfD zu schwächen. Vielleicht wird man noch mehr Parteien gründen, damit die Leute, die wählen gehen, total verwirrt sind und bloß nicht die AfD wählen. Das ist, was dahinter steckt, ne? Meine Meinung. Okay, das soll es gewesen sein. Danke für die Aufmerksamkeit. Teilt das Video, schreibt Kommentare drunter. Ich mache vielleicht gleich noch eine kleine Umfrage und dann sage ich bis zum nächsten Video.